brennt. Ist denn hier alles verrückt geworden? Lass mich doch in Ruhe. Entschuldige, du bist unser Rechtsanwalt, du musst mich doch beraten. Deine Frau weiß, dass du mit Roberta Berkley verlobt bist. Oh, wie peinlich. Hallo, Miss Emery. Was machen Sie denn hier? Ich besuche meine Familie. Wohnt Ihre Familie denn jetzt hier? Aber nein. Ich heirate doch Dirk. Ach, das wissen Sie noch nicht. Naja, das können Sie auch noch gar nicht wissen. Es ist ja erst seit gestern. Aber er liebt mich schon lange. Weiß Dirk, dass Sie jetzt kommen? Nein, Sie kennen doch Dirk, er ist immer so ängstlich, nicht wahr? Deswegen habe ich die Sache in die Hand genommen. Ich will die Familie überraschen. Ja, die Familie wird eine Riesenfreude haben. Nicht wahr? Ja, ich habe sie jetzt schon. Ich lasse mich nicht länger zum Narren halten. Widersprich mir nicht, Großmama! Entweder sie schießt, was ich will, oder ich! Oder ich, ich! Oh. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du schon da bist. Ach, weißt du, das ist ja ein wunderbares Schloss. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Bloß das Speisezimmer. Weißt du, das ist etwas zu niedrig. Das muss natürlich höher werden, nicht wahr? Und der kleine Salon, der dahinter liegt, der ist etwas zu hoch. Der müsste dann etwas niedriger gemacht werden. Ja, und dann das Vestibül. Das ist natürlich viel zu klein. Das müsste natürlich viel größer werden. Hast du das Haus gekauft? Nein, aber Liebling, wir werden doch hier wohnen. Ganz still und friedlich werden wir hier leben. Wir werden Bienen hüten und Kühe züchten. Nie wieder betrete ich die Bühne. Ich opfere dir meine Kunst. Das habe ich doch gar nicht verlangt. Eben deshalb. Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Ja, komm, ich zeige dir unsere Keller. Wir haben viele Keller. Große Keller, kleine Keller, hohe Keller, hohe Keller. Mein Liebling, um das zu tragen, kümmere ich mich doch nicht. Das überlasse ich dem Portier. Willst du sie... Möchtest du mich nicht mit der Dame bekannt machen? Belle Emery. Miss Bella Emery. Miss Winter. Wo ist Lord und Lady Mavis? Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ach, und ich möchte Sie gerne begrüßen. Geh, Liebling, hol Sie doch schnell, ja? Ich bin ja schon so neugierig, meine zukünftigen Schwiegereltern kennenzulernen. Aber bitte, Liebling, sag Ihnen noch nichts von unserer Verlobung. Ich bitte, überlasse das alles mir. Ach Gott, der arme Junge ist ganz verdattert. Ist ja auch kein Wunder, nicht? Das Glück ist ihm zu Kopf gestiegen. Finden Sie nicht auch? Ist ja auch ein bisschen viel auf einmal. Ach, und nun morgen erst der Klimbim. Wenn in allen Zeitungen steht, Miss Emery heiratet Douglas Mavis. Entsagt Miss Emery der Bühne? Ich denke natürlich gar nicht daran. Das Opfer kann ja kein Mensch von mir verlangen. Oh nein, nicht einmal, wenn er mir das ganze Schloss zu Füßen legen würde. Und das tut er bestimmt. Ach Gott, er ist ja so süß. Also wenn ich Ihnen erzähle, wie unsere Verlobung zustande kam. Sprechen Sie sich ruhig aus. Bei mir sind Sie in der richtigen Adresse. Oh, Lord Mavis, ich bin glücklich, Sie kennenzulernen. Milady, ich verspreche Ihnen, eine artige Tochter zu sein. Miss Emery hat das ungeheure Pech, ihre Worte immer an die falsche Adresse zu richten. Wie bitte? Das ist nämlich Sir Robert, Lady Berkeley, Roberta Berkeley, die Braut von Douglas Mavis. Was? Ja. Hier dürfte wohl ein kleines Versehen vorliegen. Douglas Mavis ist mit mir verlobt. Wie können Sie sich erdreisten? Roberta! Mein Mann hat das Recht, in Gegenwart des Königs den Hut aufbehalten zu dürfen. Das ist ja direkt eine Wohltat bei der Glatze. Das schlägt ja dem Fass den Boden aus. Oh, ist denn so etwas möglich? Das ist eine schamlose Insinuation. Bitte nur mal nicht persönlich gehen, nein? Wie kommen Sie überhaupt hierher?
Herrschaften! Meine Herrschaften! Man soll nicht von den Stahl! Man soll sich von den Stahl setzen! Aber erlauben Sie mal! Erlauben Sie, dass Sie von den Nationen hier angegriffen zu werden! Meine Herrschaften! Wozu denn diese Aufregung? Sehen Sie mich an. Ich bin ganz ruhig. Mischen Sie sich gefälligst nicht in Angelegenheiten. Mit denen Sie nichts. Aber auch gar nichts zu tun haben. Na? Ich weiß nicht. Wieso? Hat er Ihnen etwa auch die Ehe versprochen? Nein. Ich bin auch nicht mit ihm verlobt. Na also? Ich bin nur mit ihm verheiratet. Auf Wiedersehen. Hier geblieben! Hier geblieben! Hier geblieben! Wüstling! Schuft! Mormone! Kasanova! Woran nicht meine?